Hallöchen, meine Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4, dem wundervollen Abenteuer mit Tunesien, das immer noch so runterkloppt. Unglaublich wundervoll, schön, großen Schriftzug hat, ich liebe es. Ach ja, und wir machen uns ja jetzt daran, diesen Schriftzug noch ein wenig zu vergrößern, indem wir uns nämlich in den Süden ausbreiten. Ah, diese blöden Kopten breiten sich hier drüben aber auch immer weiter aus, ne, das ist ja ein bisschen böse. Die müssen wir auch nochmal erledigen hier allesamt, Alodien. Dann nehmen wir dem hier irgendwo, ich habe schon wieder vergessen. Was war denn das nochmal? Ach ja, genau. Ich hatte ihm hier letztens gefragt, wegen der Provinz Kaffa. Die Osmanen haben nämlich, haben die Mission erobert Kaffa und genau hier ist Kaffa. Und ich habe mich gewundert, warum Kaffa, wo Kaffa, weil ich nicht gefunden habe, das Ding. Also eigentlich haben sie einen Anspruch drauf. Es wurde daraus angedeutet oder beziehungsweise darauf hingewiesen, dass auch in Äthiopien, ich weiß gerade nicht genau, wo eine Provinz, da, hier unten, auch die Provinz Kaffa besteht. Und die Mission dreht sich um die Krim. Aber es besteht halt ja auch in Äthiopien, die Provinz Kaffa, beziehungsweise war sogar eine Zeit lang unabhängiges Königreich und sowas. Ist, glaube ich, auch im Spiel eigentlich, genau, Kaffa als unabhängiges Königreich. Genau, und da wollte ich einfach noch ganz kurz darauf hinweisen, hier unten Kaffa, weil da gab es eine gewisse kleine Diskussion, die ein bisschen böse wurde langsam. Und hier oben gibt es auch nochmal Kaffa und hier müssen die Osmanen das einnehmen. Ja, wollte ich nochmal ganz kurz darauf hinweisen. Vertragt euch, Kinder. So, und wir sind jetzt gerade dabei, oder wollen jetzt Eir angreifen, unseren kleinen, ach, wir haben ja schon Eir angegriffen, so rum. Wollten Eir angreifen und machen das Ganze jetzt auch, indem wir jetzt einfach mal reinmarschieren hier und ihnen direkt mal ihre Hauptstadt besetzen, die hoffentlich, okay, ja, okay, ach, komm schon, haut einfach ab hier. Okay, perfekt. Damit gehört ihr uns, denn wir belagern das Ganze jetzt hier perfekt, also. Und wir haben auch Tenere schon besetzt. Wir sind im Krieg mit Yaoi und Yao und Timbuktu. Ich hoffe mal, dass unser kleiner Vasall hier sich darum kümmert. Nein, du sollst bitte Tafilet soll Figuik einnehmen. Nicht Figuik. Ach, scheiße. Da habe ich nicht aufgepasst. Da habe ich mal gerade eben so gar nicht aufgepasst. Oh well. Shit happens. Haben wir schon mal unser erstes Regiment verloren. Ist allerdings in Ordnung. Das sollten wir überleben können. Ich frage mich gerade, warum ich diese kleinen Mikro-Ruckler, also nicht Mikro, sind ja nicht mal mehr Mikro-Ruckler, sind wirklich fette Ruckler mittlerweile. Warum ich diese ganzen Ruckler hier gerade habe. Das ist ein bisschen anstrengend. Okay, wohin marschiert ihr gerade? Nach Süden zurück. Das komme ich. Da komme ich mit. Da komme ich euch sogar entgegen. Ich glaube, ihr kommt ja gleichzeitig angekommen. Glaube ich. Bedeutet, keiner hat den Nachteil, immerhin. Und dann erledigen wir hier bitte mal die Typen, während wir hier nach Süden marschieren. Dann würde ich sagen, marschieren wir gleich mal mit der Armee in Yao ein. Was anderes können wir nämlich sowieso gerade nicht machen. So, perfekt. Ja, der Krieg sollte eigentlich nicht schwer laufen. Ich meine, wir sind den Typen hier komplett überlegen. Technologisch, alles in allen möglichen Belangen. Außerdem bekriegen sie sich hier hinten gerade. Was ich sehr praktisch finde, denn dadurch haben wir natürlich hier die sehr gute Gelegenheit, einfach zu schalten und zu weiten, wie wir wollen. So, was haben wir denn hier? Ketzerische Forschung. Na, wundervoll. Administrative Macht würden wir verlieren. Was wollte ich gucken? Pietät wollte ich angucken. Genau, hier. Ja, noch ein bisschen mehr Pietät kann ich schaden. Dann konvertieren wir immerhin wesentlich schneller. Und ihr marschiert jetzt mal bitte den Timbuktu-Schweinen hier entgegen. Hm, da haben sie ihren Marsch abgebrochen, die Schufte. Sie kommen sogar noch vor uns hier drüben an, aber jetzt kriegen wir sie. Ja, okay. Immerhin. Die 9000 Mann hier drüben, die fehlen mir schon ein bisschen. Wäre ganz praktisch, die demnächst mal in die Armee mit reinzubekommen. Holy shit. Können die nirgendwo anders hinfliehen? Das ist ja böse. Egal, unser kleines Tafilalette hier belagert bereits die Grenzprovinz zu Timbuktu. Ich denke mal, die nehmen wir uns auch mal ein. Dann haben wir nämlich direkt eine Festung von Timbuktu geklaut. Was wir vielleicht wirklich mal machen sollten, weil es uns halt echt weiterhilft. Und wir haben endlich die Belagerung von Eir gewonnen. Sehr gut. Was haben wir denn sonst noch? Wir können eine neue Idee freischalten, eine weitere Entdecker-Idee. Für erhöhtes Wachstum. Sehr schön. Nehme ich sofort an. Und wir haben Kasi Ibrim bekehrt, endlich. Das bedeutet, da haben wir auch dann keine Revoltenrisikos mehr. Sollte also insofern alles sehr gut werden hier. Perfekt. Wir sollten vielleicht mal hier
nach Süden marschieren. Ihr habt hier noch irgendwo eine kleine Armee rumstehen, der wir eigentlich hinterhergerannt sind. Ich habe noch vergessen, dass ich sie weiter verfolge. Oh, die Armee. Ach, da hinten ist sie lang marschiert. Die Schweine. Dann marschieren wir ihr doch mal entgegen. Beziehungsweise versuchen sie abzufangen. Aber wie es aussieht, können wir sie gerade gar nicht abfangen. Marschier du mal nach Jao bitte, bevor du hier komplett alleine bist. Also ich möchte... Ah, gut, wir haben es belagert hier. Sehr gut. Dann können wir uns das von Timbuktu schnappen. Genau das wollte ich ja. Prestige zu verlieren wäre jetzt gerade schlecht. Also gehen wir mit der... Gehen wir ins Negative. Okay, gucken wir mal. Also, das hätte ich gerne. Das und das hätte ich ganz gerne. Oh. Fressen wir uns doch mal hier so durch. Das wäre doch ein netter Frieden, netter Friedensdeal. Da könnten wir uns ordentlich durchfressen, kriegen keine 312 kostet, 21 kostet uns das Ganze natürlich dann an administrativer Macht, aber das sollte eigentlich gar nicht mal so schwer sein. Tafidalet frisst sich da hinten durch, auch sehr gut. Macht alle Gegner platt. Ich würde mal sagen, das ist gewonnen. Wir müssen jetzt ja noch ein bisschen warten, bis wir hier genügend Punkte angesammelt haben. Sollten da vielleicht einfach mal ein bisschen belagern, dann haben wir das Ganze. Ungarn hat religiöse Unruhen und Zypern ist unsere Kernprovinz. Sehr schön. Ich glaube, jetzt brauchen wir ja, jetzt kommt keine Kernprovinz mehr, die wir machen müssen. Sehr gut, wir bleiben mit den Osmanen hoffentlich auf guten Beziehungen stehen. Ich meine, wie sieht es aus jetzt mit den Ansprüchen auf uns? Ja, nur noch ein einziger, zwei Ansprüche. Das sollte machbar sein. Und natürlich Kreta wird sie nochmal ein bisschen aufregen, wenn wir uns das hoffentlich schnappen können. Ich weiß echt immer noch nicht, wie ich das da oben machen soll. Also Spanien ist natürlich wirklich perfekt abgesichert. Frankreich, Portugal, alles Verbündete hier. Portugal ohne Spanien anzugreifen ist auch ein Ding der Unmöglichkeit für uns. Also das wird nochmal sehr lustig. Wir fingieren mal ein paar Ansprüche auf Portugal, bevor wir hier alles verlieren an Ansprüchen. Das wäre auch nicht so schön, auch wenn wir von Tafilalet aus noch Ansprüche haben. Wollen wir ja eigentlich so viele Ansprüche wie möglich sichern. So, hier nehmen wir uns langsam an. Ich glaube, sobald die Festung hier gefallen ist, sollte es eigentlich klappen. Dann haben wir gewonnen. Hoffe ich zumindest mal. Ja, sehr gut. Hey, habe ich gut geschätzt. Wundervoll. Kriegsreparationen wären gar nicht mal so schlecht. Und dann, ja, könnte ihm auch gestohlen bleiben. Und der tunesianische Schriftzug hat sich mal vergrößert. Wunderbar. Oh ja, so mag ich mein Tunesien. Truppen, Gott, wir haben hier echt nicht genug, Unterstützungslimit, ne? Igitt. Aber es geht eigentlich mit den Unruhen hier. Ich glaube, nicht akzeptierte Kultur und Kriegsmüdigkeit. Kriegsmüdigkeit und nicht akzeptierte Kultur machen den Großteil aus. Die Kriegsmüdigkeit, wenn die runtergeht, sind wir auf einem gewissen Minimum hier. Und dann sollte das eigentlich laufen. Ich warte jetzt sogar noch ein bisschen, bis die Kriegsmüdigkeit runtergegangen ist, damit ich hier nicht so viel, damit ich hier ein bisschen Punkte sparen kann, was die Konvertierung geht, zur Kernprovinz angeht. Achso, und hier sollten wir vielleicht auch mal die, Autonomie erhöhen. Okay, was haben wir denn hier? Emire wollen weitere Kontrolle über Gebiete haben. Dann bekommt ihr doch mal irgendwas mit ein bisschen Mannstärke vielleicht. Nicht wirklich, nicht wirklich. Nee, nichts mit Mannstärke, nichts Neues. Okay, dann kriegt ihr das hier. So, seid ihr zufrieden? Seid zufrieden. Sehr schön. Mehr möchte ich gar nicht. Ich möchte nur, dass alle meine Bevölkerung, alle mein gesamtes Volk soll in Glück und Wohlstand und Zufriedenheit leben. Mehr möchte ich nicht. Ich bin ein gerechter, weiser, bescheidener Herrscher. Und wenn meine Bevölkerung das glaubt, dann ist sie nur dumm. Songhai hat sich auch ausgebreitet, wenn ich es gerade richtig erkennen kann. Ja, da haben sie sich ganz schön viele Chunks rausgefressen. Es wird aber lustig, gegen Songhai zu kämpfen. Die sind mit Mali verbündet. Das heißt, da werden wir uns richtig schön einen großen Krieg im Süden liefern müssen. Okay, unsere Kriegsmöglichkeit sinkt ganz, ganz langsam. Das dauert ein bisschen. Aber ich würde jetzt auch keine Punkte dafür ausgeben wollen. Gucken wir mal ganz kurz, wie viel macht das mehr hier an Kosten. Ah, hier. Ach, komm. Geschenkt. Geschenkt. Bevor wir jetzt zu lange Unzufriedenheit haben, sollten wir vielleicht langsam mal dagegen vorgehen. Was haben wir denn jetzt hier? Überdehnung auch nochmal. Plus 1,6. Okay, aber dann haben wir das wirklich weg.
Soweit wir das hier durch haben. Ich hoffe einfach mal, dass jetzt in der Zeit keine Aufstände kommen. So, wir kriegen Merkantilismus. Dafür hasst Portugal und Karibas uns. Das ist in Ordnung. Ach ja, was mir auch gerade einfällt. Ich wurde nett darauf hingewiesen, dass ich Handel nach Genua weiterleite, was gar nicht der Fall ist, denn wir leiten Handel weiter nach Tunis. Nee, doch nicht. Ha! Siehst du, das passiert. Entschuldigung nochmal, jetzt habe ich gerade wieder. Ha! Das passiert, wenn man einfach nur so guckt. Da denkt man, hier geht ein Pfeil rein, perfekt. Aber nein, es geht wirklich nach Tunis. Okay, dann entschuldige ich mich gerade dafür, dass ich da gerade wieder schnippisch werden wollte. Scheiße. Okay, blöd. Das heißt, wir gehen auf Handel abschöpfen hier. Halten ein bisschen Geld zurück. Machen gleich wieder ein bisschen mehr Geld. Und sobald wir genug Punkte haben, verlegen wir unser Handelszentrum nach Alexandria, würde ich sagen. Wobei das auch nicht gerade viel bringt, denn wir leiten hier gerade auch Handel weiter aus der Wüste nach Norden. Aber ich glaube, ja, dann müssen wir uns hier unten ein bisschen weiter ausbreiten. Sollten uns Äthiopien unter Nagel reißen als schönes Handelszentrum oder den Golf von Aden am besten noch. Und sollten uns dann hier so ein bisschen weiter ausbreiten, wie gesagt, um Alexandria halt unter unserer Kontrolle zu behalten. Kreta wäre dafür gar nicht mal so schlecht, wenn wir das noch hätten. Okay, vielleicht wird das ja was. Wie sieht es bei euch aus? Ihr freundet euch immer noch. Ach, es ist Spanien und Frankreich, beste Freunde aller Zeiten, ne? Ich hasse solche Spiele, ich hasse sowas. Vor allem in dieser Situation ist es für uns gerade überhaupt nicht passend. Aber well, damit muss man klarkommen. Also, ja, ich würde mal sagen, das ist wieder mal eigentlich. Hoffen wir auf eine gute Gelegenheit. Hoffen wir einfach auf eine gute Gelegenheit. Ich möchte das Spiel jetzt noch nicht verloren geben. Aber es wird ganz schön lange dauern. Gold verkaufen. Nein. Die Emire lieben uns weiterhin. Sehr schön. Wir könnten mal. Nee, lassen wir es mal. Staatsmann ist gestorben. Ist in Ordnung. Euch könnte man eigentlich nochmal. Nee, euch kann ich nicht die Realität verbessern. Dann ist es in Ordnung. Überleg gerade, ob man. Nee, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Okay, dann machen wir so weiter. Ist okay. Frage ist, was machen wir jetzt mäßig? Ich würde sagen, wir gehen als nächstes gegen Anlodien ein bisschen vor. Die Kerle nerven mich ein wenig und außerdem halten sie relativ viele Gebiete in. Halten sie relativ viele Gebiete im wunderschönen, idyllischen Alexandria. Also hier so ein paar. Sind zwar jetzt keine wertvollen Gebiete, aber es sind halt Gebiete, die sie halten und die uns an Handelseinfluss stören. Am schlimmsten ist eigentlich tatsächlich Kreta. Das sollten wir uns eigentlich krallen. Johanniterorden und Florenz sind auch nicht die besten Verbündeten. Wir haben keinen Waffenstillstand mehr mit ihnen. Und die Osmanen würden uns helfen. Flottentechnisch war das Problem, glaube ich, damals. Deswegen habe ich das noch nicht gemacht. Flottentechnisch sieht es auch gerade immer noch. Okay, die Osmanen sind theoretisch Venedig überlegen. Und wenn wir dann noch unsere Flotte reinschmeißen, sollte das Ganze möglich sein. Wir marschieren mal unsere Armeen nach Westen, Osten. Kann auch die Himmelsrichtung jetzt nicht mehr unterscheiden. Perfekt. Nach Osten. Nach Wosten. Und guck mal, dass wir sie hier besiegt bekommen. Ich muss mal ganz kurz Pause machen. Wir sehen uns gleich wieder. Und da sind wir auch schon wieder. Wir haben eine Bücherverbrennung. Natürlich verbrennen wir sie schön weiter. Verbrannte Bücher sind gute Bücher, muss man sagen. Und dann machen wir weiter. So, also wir sind jetzt gerade in der Vorbereitung eines Krieges gegen die lieben Venezianer, wenn ich mich recht entsinne. Ja, genau, perfekt. Ja, ist immer lustig, dass man bei so einem Cut nicht weiß, wie lange der Videoproduzent jetzt eigentlich weg war, ne? Finde ich sehr interessant zumindest. Okay, dann machen wir das mal. Osmanen, ihr seid gerade nicht beschäftigt. Ich bin euer einziger Verbündeter. Ha! Ihr armen Irren. Okay, bringen wir unsere Flotte in Stellung, würde ich sagen. Und dann bedeutet das Krieg gegen die Typen hier. Kolonialkrieg, ja klar, als ob. So, Eroberung von Kreta. Und wir entsenden unsere Flotte. Naja, unsere Armee auf Kreta natürlich. Schön, dass sie gerade kurzzeitig exiliert war. Wenn sie jetzt exiliert da ankommt, dann drehe ich aber durch, Leute. Okay, sie kommt nicht exiliert an. Immerhin. Und die Osmanen sind sogar gerade dabei, gegen sie vorzugehen. Das heißt, wir unterstützen die Osmanen natürlich da an der Stelle.
direkt mal, denn die venezianische Flotte muss stark geschwächt werden. Je stärker geschwächt sie ist, desto besser ist es natürlich für uns. Und, okay. Kreta haben wir direkt mal besetzt. Wundervoll. Fahren wir unsere Flotte direkt mal rein, würde ich sagen. Und fangen wir an, den Osmanen bei Land, zu Land zu helfen. Den scheint es ja gerade gar nicht mal so gut zu ergehen. Ich würde eigentlich ganz gerne, ihr kommt in den Gold von Sirte, fahrt ihr. Und ihr fahrt in die Straße von Messina. Oh Gott, unsere Armee wird sowas von zersch... Ah, na, das wird nicht mal angezeigt, dass da die Seeschlacht stattfindet. Aber okay, wir helfen den Osmanen natürlich. Ich glaube, wenn die Flotte hier nämlich geschlagen wurde... die Flotte hier geschlagen wurde, könnten wir fast schon in Venedig selbst einfallen, meine ich zumindest. Es wäre möglich, theoretisch. Eine große Flotte bewacht das ganze Ding allerdings noch, deswegen würde ich ganz gerne unsere Armee erstmal absetzen, bevor wir da es wagen, vorzustoßen. Und da gucken wir mal ganz kurz, da ist eine kleine Armee, die da oben rumsteht. Schlagen wir die mal eben. Ich glaube, die Osmanen erwarten keine Unterstützung. Ah Gott, aber die Venezianer haben schon eine richtig große Landmacht. Muss man ihnen echt mal lassen hier. Ja, schicken wir unsere Flotte doch mal in den Golf von Venedig. Ja, okay, ich sehe da gerade keine Chance für uns. Ich sehe gerade keine Chance für uns, unsere Armee da zu landen. Aber der Vorteil ist, na, wir haben sie auch nicht blockiert, weil sie hier jederzeit hin und her marschieren können. Das Ganze gehört nämlich ihnen. Oh Gott. Florenz war mutig, aber, sie zehren langsam an unserer Flotte. Und unsere Armee ist auch immer noch viel zu klein für alles. Oh Gott, wir haben einfach kein Geld. Das ist doch schrecklich. Okay, gucken wir mal. Ich möchte eigentlich ja nur, eigentlich möchte ich von euch ja nur Kreta haben. Das wäre auch noch gar nicht mal so schlecht, ne? Naxos? Ist schon besetzt? Die ist noch nicht besetzt. Fahren wir doch mal nach Naxos. Aber ich glaube, Naxos war wirklich die ultimative Provokation gegenüber den Osmanen. Ich glaube, wenn wir uns Naxos schnappen, dann drehen die Osmanen vollkommen am Rad. Weil wir uns einfach direkt in ihrem Vorhof, in ihrem Hinterhof, beziehungsweise eigentlich direkt in ihrem Vorhof, eine Provinz gekrallt haben. Genauso Rhodos. Ich glaube, Kreta ist schon die absolute, krasseste Provokation, die man sich leisten kann hier. Antiklerikalismus, die Kaufmannskirche, okay, gegen die Ulema kriegen wir Geld und wir verlieren Autonomie. Sehr schön. Für die Ulema gegen die Kaufmannsgilde. Andersrum für die Ulema Loyalität und Einfluss. Kaufmannsgilde darf nicht unter... Ach. So. Also ich kann euch nie keine Monopol... Ich hatte gehofft, ich könnte ihnen genau das hier geben, aber leider kann ich ihnen genau nichts geben gerade. Scheiße. Oh well. Oh well. Shit happens. Da hatte ich einen Fehler gemacht. Ich hätte mal nachgucken können, ob ich denen nochmal irgendwie was in den Rachen schieben kann. Kann ich leider nicht. Und das war jetzt gerade der Fehler von Sianze. Ich meine, es driftet langsam in Richtung 30%. Ab 30% ist alles in Ordnung. Aber wir können halt derzeit nichts machen, wir könnten ihn natürlich, warte mal, wir könnten euch natürlich eine kleine Provinz geben. Haben wir denn noch irgendwas? Okay, wir holen uns schnell Kreta und dann geben wir der Ulema Kreta. Ich glaube, das sollte ihre Loyalität wieder steigern. Der Ulema den Handelsgilden geben wir Kreta. Sörim wird ein Schüdreis. So, kommt schon. Immer noch zu knapp. Okay, dann reparieren wir unsere Flotte mal und gucken den Osmanen dabei zu, wie sie hier alles belagern. Eigentlich sollten die hier gar keinen Bock mehr haben auf diesen Krieg. Die Venezianer, die werden gerade an allen Fronten belagert. Überleg gerade, ob man sich von ihnen... Nee, ich möchte mir nicht ins Euro... Nee. Das wäre schlimm. Wir holen uns nichts. Wir holen uns nur Kreta, wie gesagt. Mehr wollen wir auch nicht. Die Osmanen kriegen jetzt auch nichts hier von uns, oder? Dann dauert der Krieg noch länger und ich kann mir eigentlich nicht noch einen längeren Krieg leisten. Ich meine, bald kann ich mir den wieder leisten, denn die Loyalität steigt relativ schnell.
Muss man schon mal sagen. Ich überlege gerade, ob ich den Osmanen Dalmatien gebe. Einfach, weil wir es können. Okay, jetzt können wir uns einen Friedensschluss leisten auf jeden Fall. Dalmatien gehört jetzt uns. Aber die möchten das gar nicht haben. Ich könnte ihnen eine von denen... Ich könnte die Travunien geben. Travunien an das Osmanische Reich. Sind sie mit einverstanden tatsächlich. Können wir noch ein bisschen Geld abpressen. Nicht gerade viel Geld. 2% ist in Ordnung. So. Ich glaube, ihr wart nicht meine Rivalen. Wart ihr meine Rivalen? Hey Mann, bin perfekt da. Ich gucke richtig gut nach den ganzen Kram hier. Nee. Kein Rival, mit dem ich es gerade irgendwie ernsthaft aufnehmen könnte. Okay. Ist in Ordnung. Die Ulema bekommt... Ach, nicht die Ulema. Es ist eine Überseeprovinz. Ich kann da gar nichts machen. Okay. Well. Dann steigert mal eure... Ja, okay, die Loyalität steigt relativ schnell. Guckt euch das mal an. 27,9. 1% pro Monat. Schaffen wir. Sobald es vorbei ist, ist ja alles in Ordnung. Okay, landet mal bitte hier auf Kreta dann. Es ist eine Überseeprovinz. Da habe ich ja gar nicht dran gedacht. Na, scheiße. Okay, aber das kriegen wir hin. Problem ist jetzt gerade der illoyale Stand halt, ne? Ich überlege gerade, was man denen geben könnte. Es muss halt mindestens 5 Grundsteuer haben. Das könnte man ihnen zum Beispiel geben. Kairo, und ich gebe noch nicht Kairo. Bin ich denn bescheuert? Provinz Handelsmacht mindestens 5. Ach so. Oder es muss eine Küstenprovinz sein. Ich glaube, ich kann denen auch eine von diesen Provinzen geben, weil es eine Küstenprovinz ist. Hier. Nein? Ach, Entwicklung von mindestens 10. Handelsmacht muss 5 sein. Ach so. Gott, die Typen sind ja echt gierig, ne? Gierige kleine Schweine. Schade. Na, dann warten wir einfach, bis das Ding abgelaufen ist. Ist auch in Ordnung. Ist es auch in Ordnung. Aber wir haben in diesem Krieg, Parts geschafft. Nein, wir haben in diesem Krieg zwei Parts geschafft. Wir haben diesen Part zwei Kriege geschafft, jetzt habe ich es, mein Herr. Hirn, ne? Mein Hirn ist wirklich im Eimer. Und unseren Schriftzug ganz gut vergrößert. Außerdem haben wir jetzt endlich die drei wichtigen Handelszentren Alexandrias in unserer Kontrolle. Breiten uns jetzt demnächst noch, dem nächsten Part dann in Alodien ein bisschen weiter aus, ne? Also gegen Alodien ein bisschen weiter aus. Kämpfen jetzt also gegen die Allianz der Kopten, würde ich mal sagen. Ja, das ist quasi die koptische Allianz hier von den beiden. Und ich überlege, ob wir uns vielleicht nach Hedjas auch noch ausbreiten. Die sind nur mit Ayuran verbündet, müssen also sowieso gegen die kämpfen. Würden halt die Osmani hinten ganz gut abschneiden. Macht sie sauer. Aber sie haben auch keine Ansprüche. Also im Endeffekt ist es egal. Sie versuchen halt immer noch Trapezun zu erobern. Haben mit Kaffa gerade aufgegeben, warum auch immer. Litauen ist übrigens mal wieder unabhängig. Unabhängiges Litauen ist immer scheiße eigentlich. Weil ihr seht ja, wie stark die sich hier ausbreiten im Osten. Was ich gerade richtig sehe... Sogar gegen die Moskauer. Scheiße. Litauen, das Moskau schluckt. Bestes Szenario aller Zeiten. Okay, dann sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Mal wieder. Ich hoffe, diese Part hat euch so weit gefallen. Und ich hoffe, ich denke daran, diese lange Zeit rauszuschneiden, der ich weg war. Das wäre wirklich sehr unprofessionell, wäre diese Part jetzt 5 Stunden lang. Haha. Also, meine Lieben, ich hoffe, diese Part hat euch so weit gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.